Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sword Art Online Integral Factor. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. In dieser Folge werden wir wieder die ein oder anderen Quests machen. Ihr seht schon, die Stadt der Beginner ist in einem wunderschönen weihnachtlichen Flair angehaucht. Überall stehen Weihnachtsbäume, überall liegt Schnee. Das ist tatsächlich aber nur in der Stadt der Beginner so. Also wenn ihr momentan Sword Art Online Integral Factor spielt, solltet ihr unbedingt in die Stadt der Beginner kommen, denn da sieht die Stadt richtig, richtig wunderschön aus. Und wir kämpfen hier nochmal diese Quest, wo wir gegen die Goblins kämpfen, aus der ersten Folge von Sword Art Online, beziehungsweise diese Höhle. Es war ja nicht im Grunde genommen die erste Folge, ich glaube es war Episode 3 oder so. Auf jeden Fall eine relativ frühe Folge. Und auf jeden Fall, hier kämpfen wir gegen die Goblins und endlich mal, ich hatte ja beim letzten Goblin-Fight gemeckert darüber, dass es keinen Boss gibt. Dieses Mal gibt es aber tatsächlich einen Boss. Endlich mal. Das hat mich ja beim letzten Goblin-Fight gestört, dass das nicht so wie im Anime war, dass da noch ein Goblin-Boss dabei war. Aber dieses Mal ist es so, es gibt einen Goblin-Boss und deswegen finde ich die Quest jetzt auch schon mal deutlich cooler. Er hat, glaube ich, auch sogar das Schwert wie aus dem Anime. Richtig episch, diese Quest. Vielleicht kann man irgendwann gegen Leviathan noch kämpfen oder vielleicht sogar gegen diese blöden Arschlöcher aus dem Anime. Die Leute, die den Anime gesehen haben, wissen, welche zwei Vollidioten ich meine. Auf jeden Fall wäre es ziemlich cool, wenn man unter anderem gegen diese Charaktere alle kämpfen könnte. Lassen wir uns einfach mal überraschen in der nächsten Zeit, was hier so noch für Quests kommen. Auf jeden Fall, dass man hier schon gegen diese Goblins kämpfen kann mit ihrem Goblins-Boss, ist zumindest schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ja, nun dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit, ein bisschen was zu ziehen. Es gibt hier einen Freelancer Order, also das heißt, man kann hier 11 Charaktere bekommen für nichts und wieder nichts. Man muss sie einfach nur ziehen und da fand ich, das war eine ziemlich gute Idee, um euch einfach mal wieder ein paar Charaktere zu zeigen, denn ganz klar, ich brauche weiterhin neue und bessere Charaktere, um dann später in diesem Spiel noch ein bisschen was zu reißen zu können. Meine Hoffnung ist natürlich, dass ich immer ziemlich gute Charaktere bekomme. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal einen richtig starken Katana-Skill kriegen kann, dass ich gleich Ichigo dann mit einem Katana kämpfen könnte. Aber nun gut. Hier kriege ich Sachi gleich zweimal. Kurioserweise hatte ich die Sachi schon. Und ich kriege sie halt einfach mal zweimal. Das ist echt bitter. Aber auf jeden Fall, ich wollte euch mal was fragen. Es wird ja bald das Videospiel Jump Force herauskommen. Und zwar im Februar. Ich habe es vor zu Let's Playen wahrscheinlich. Und da wollte ich euch mal fragen, seid ihr gehypt so ein bisschen auf Jump Force? Es gibt ja richtig viele Charaktere, zwar kein Kirito, weil der nicht zum Jump Force Universum zählt, aber unter anderem solche Charaktere wie Yugi, wie Light, Midoriya, Asta, Son Goku, Naruto und Monkey D. Ruffy. Es gibt so viele Charakter. Da wollte ich euch mal fragen, werdet ihr euch das Spiel holen und wenn ja, für welche Plattform? Ich werde es mir wahrscheinlich für PlayStation 4 oder PC holen. Da bin ich mir selber noch nicht sicher. Aber auf jeden Fall freue ich mich da definitiv auf dieses Spiel. Ja, und hier bekomme ich jetzt auch endlich mal einen epischen Charakter. Aber halt leider nur einen Verstärkungscharakter. Lifa, die ist leider auch nicht so gut. Die ist zwar nicht schlecht, aber so der Hammer ist nicht. Ich wünsche mir ja irgendwann nochmal so einen richtig krassen Skill. Man erkennt das ja, was man so für Charaktere bekommt. Und zwar indem man sich dieses Licht da beobachtet. Ihr habt gerade gesehen, hier habe ich gerade 2 Sterne bekommen, da kommt, weil es hier auf grün auf blau gewechselt ist. Hier, das hier wechselt nicht, bleibt auf blau und deswegen ist es nur ein 2 Sterne Charakter. Hier kann ich euch das nächste Beispiel zeigen. Das hier wären 1 Stern. Das ist 2 Sterne. Und deswegen ist es ein 2-Sterne-Charakter. Kann ich euch das mal im Beispiel 3 Sterne zeigen? Hier 1 Stern, 2 Sterne, 2 Sterne.
Ja, man kann das immer so ein bisschen voraussehen, was man tatsächlich bekommt. Wir machen jetzt die Happy Christmas. Es ist ja im Grunde genommen so, dass es bald Weihnachten ist. Wenn ihr diese Folge hier sehen solltet, müsste wahrscheinlich bald Weihnachten sein. Oder es ist sogar schon Weihnachten. Ich wünsche euch auf jeden Fall Merry Christmas oder fröhliche Weihnachten. Je nachdem, was ihr am liebsten bevorzugt. Ich würde mich mal auch gerne von euch interessieren, was macht ihr so zu Weihnachten? Also bei mir ist es so, dass ich meine Familie besuche, die halt weit weg von mir wohnt, ca. 100 Kilometer. Und die ich halt dann auch zu Weihnachten besuchen werde. Da würde ich mal von euch wissen, ja, hier überskippe ich das mal, aber ich werde diese Quest tatsächlich durchklicken. Und zwar, weil die ziemlich interessant ist. Ich werde euch gleich erklären, warum. Aber jedenfalls erstmal zurück nochmal zu meiner Weihnachtsstory. Auf jeden Fall werde ich da meine Eltern besuchen, bin da nicht da. Deswegen werde ich auch nicht großartig irgendwelche Livestreams machen können. Ich bin momentan in der Vorproduktion. Auch wenn ich mit der Vorproduktion weit zurückhänge. Es kann vielleicht sein, dass es über Weihnachten vielleicht ein paar Ausfälle gibt in Sachen YouTube-Videos. Das ist vielleicht auch kurz nach Weihnachten. Hier haben wir eine Quest, wo wir jetzt gegen diese Monsterchen kämpfen sollen. Ich finde diese Monster übelst witzig. Ich meine, guckt euch das an. Sie haben ein Geschenk auf dem Kopf. Das Face von ihnen sieht ziemlich gruselig aus, aber sie haben ein Geschenk auf dem Kopf. Das macht sie irgendwie total süß, diese Snowbein. Heißt es denn nicht Schneeranken? Warum heißen die Schneeranken? Die Quest ist auch ziemlich cool und sie hat auch einen sehr coolen Abschluss. Also ich kann euch empfehlen, diese Quest zu machen. Warum, werde ich euch denn noch später zeigen in dieser Folge, beziehungsweise am Ende dieser Folge. Vielleicht hat man es wahrscheinlich auch schon am Thumbnail gesehen. Ja, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass man es am Thumbnail gesehen hat, warum ich diese Quest eigentlich sehr cool finde. Aber dazu kommen wir später. Ja, also ich werde da meine Familie besuchen über die Weihnachtsfeiertage, werde Freitag hinfahren, also den Freitag vor Weihnachten. Und dann bleibe ich halt auch über die Weihnachtsfeiertage. Würde mich mal gerne interessieren, was macht ihr so zu Weihnachten? Ja, übrigens, dieses Sample, was ihr gerade gehört habt, das soll ein Schneegestapfer sein. Also, WTF. Also, ich finde dieses Sample extrem strange. Dieses Schneegestapfer, das klingt richtig seltsam, finde ich. Ich frage mich echt, wer sich da die Mühe gemacht hat und dieses Sample aufgenommen hat. Auf jeden Fall finde ich dieses Schneestapf-Sample extrem creepy. Wenn ich da an meine Kindheit erinnere und ich da dann durch Schnee gelaufen bin, das klang immer richtig schön und richtig toll. Aber das klingt einfach nur creepy, finde ich. Dieses Gott. Das klingt einfach nur creepy, dieses Sample. Ja. Und da würde mich halt, wie gesagt, mal gerne interessieren, was macht ihr so zu Weihnachten? Besucht ihr eure Eltern? Besucht ihr eure Familie, falls ihr nicht zu Hause wohnt mehr? Oder werdet ihr irgendwo hinfahren? Es gibt ja auch tatsächlich Leute, die fahren tatsächlich über die Weihnachtsfeiertage einfach mal so in den Urlaub. Ich kenne tatsächlich auch Personen, die tatsächlich einfach mal in den Urlaub fahren und einfach mal über die besinnlichen Tage bisschen Entspannung wollen. Hier, das ist übrigens die Stadt der Beginner, so sieht sie momentan aus. Absolut cool, man sieht da hinten die Bäume, die da beleuchtet sind. Man sieht hier überall Schneemänner. Also man muss echt sagen, die Entwickler haben sich hier mit der Stadt der Beginner echt viel Mühe gemacht. Mit dem Online-Modus haben sie ja ziemlich verschissen und haben ziemlich viel Kacke gebastelt. Aber ich kann mit definitiver Halt sagen, dass das Aussehen von diesem Spiel echt schön ist, auch wenn die Grafik natürlich potthässlich ist, aber naja, es ist ein Mobile-Spiel, da darf man nicht so Großes erwarten, dass da die Grafik katastrophal schlecht ist, darf man da nicht zu hoch hängen. Also, kommen wir jetzt erstmal zurück zu dieser Quest. Ihr seht das ja hier die ganze Zeit, wie ich das durchklicke, vielleicht lest ihr das auch gerade mit. Hier, das ist das Sample, was ich übrigens gerade gemacht habe, übelst creepy Sample, wie ich finde. Naja, auf jeden Fall
unsere Aufgabe, beziehungsweise unsere Aufgabe war es, nach den Dreamboxes zu suchen. Das sind im Grunde genommen Geschenke. Wir wollten diese Geschenke nämlich für die Kinder geben. Also wir sind auf der Suche nach Geschenken und diese dann an die Kinder zu verteilen, weil das eine Quest ist, dass wir, also dass unsere Party hier zusammen auf der Suche ist nach diesen Dreamboxes und diese dann an die Kinder verteilt. Problem ist nur, dass diese Geschenke, die wir gesucht und gefunden haben, tatsächlich dann plötzlich gestohlen wurden. Und uns wurde gesagt, dass ein alter Mann diese Geschenke gestohlen hat. Und auf den sind wir natürlich jetzt auf der Suche. Übrigens zusammen mit Yu-Gi-Oh! Und Elise, die haben wir aus der anderen Quest mal getroffen, wenn ihr euch noch erinnert. Und während wir auf der Suche nach den Geschenken sind, kommt plötzlich dort ein Monster, ein Typ, und der verwandelt sich tatsächlich in einen Weihnachtsmann, den wir jetzt auch bekämpfen müssen, diesen Weihnachtsmann. Ja, ein Weihnachtsmann kämpfen hatte man ja auch im Anime schon, wo Kirito nach dem Tod von Sachi auf der Suche war nach diesem Wiederlebungs-Item und dann von Klein beschützt wurde, und dann hat er am Ende ja nicht das bekommen und hat dann diesen komischen Weihnachtsmann gekämpft, der ziemlich creepy aussah. Gegen den werden wir jetzt hier gleich kämpfen, weil sich halt, wie gesagt, dieser komische Typ in ein grässliches Monster verwandelt hat, und der hat halt die Geschenke geklaut, und deswegen müssen wir nun kämpfen gegen diesen seltsamen Typen. Ja, ihr seht schon, die haben hier schon ihre neue Ankleidung, ihre neue Kleidung. Das heißt, dass wir eigentlich hier noch nicht sein sollten, dass die Quest wahrscheinlich ein bisschen höher levelig gesetzt ist. Aber die Quest ist trotzdem, wie ich finde, mit meinem Level durchaus machbar. Aber storytechnisch ist sie halt relativ weit höher angesetzt. So, jetzt ist es soweit. Wir kämpfen gegen den Weihnachtsmann zusammen hier mit den anderen Yu-Gi-Oh, Asuna und Kirito. Ja, der Weihnachtsmann kann Giftattacken. Finde ich auch ein bisschen interessant, dass ein Weihnachtsmann Giftattacken einsetzt. Aber well done. Ich kämpfe übrigens noch nicht mit meinem neuen Handy. Ja, so, das war's für den Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann wurde besiegt. Der Weihnachtsmann ist besiegt. Aber nicht vergessen, es ist der böse Weihnachtsmann. Es gibt ja auch eine Quest, wo man Yu-Gi-Oh's Sachen bekommen kann. Was ich nicht verstehe, wie man die direkt bekommt. Also ich habe die Quest gesehen, wo man das bekommt, aber ich habe nicht verstanden, wie man jetzt diese Kleidung bekommen kann. Ja, und Yu-Gi-Oh besiegt den Weihnachtsmann tatsächlich. Denn Yu-Gi-Oh kennt gar nicht so richtig Weihnachten. Anscheinend ist das in Underworld nicht so bekannt, Weihnachten. Und auch deswegen versuchen wir, diese Quest zu machen, um Yu-Gi-Oh zu sagen, was überhaupt Weihnachten ist. Und dann plötzlich eine mysteriöse Stimme. Ho, 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 ho. Ja, und es klingt so, als würde ein alter Mann lachen. Ho, 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 ho. Du hast meine böse Alte besiegt. Der Zauber dieser Kinder ist gebrochen und die Dreambox werden nun verteilen. Ja, es gibt gute und böse Sachen und ihr habt die böse Seite besiegt. Das macht euch zu Helden. Dankeschön. Ho, 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 ho. Ja, und damit haben wir die Quest geschafft. Wir haben die Quest tatsächlich geschafft, indem wir den bösen Weihnachtsmann besiegt haben, der die Kinder mit einem Zauber belegt hat und die Geschenke geklaut haben. Aber wir haben jetzt durch unsere Aufgabe den echten Weihnachtsmann getroffen und es tatsächlich geschafft. Doch bevor jetzt die Quest, natürlich haben wir jetzt die Quest geschafft, aber Asuna hatte die Idee, natürlich ein Weihnachtsessen zu kochen, aber Kirito und Yu-Gi-Oh! Hatten noch vor, diese Quest abzugeben und noch ein bisschen was in der Stadt zu erledigen, und deswegen haben sich die beiden für kurze Zeit
verabschiedet. Yuji und Kirito jetzt also alleine unterwegs. Yuji hat sich ja ziemlich gut entwickelt im Anime, muss man ja definitiv sagen. Am Anfang war er ziemlich seltsam und komisch. Aber hat sich momentan zu einem sehr guten und sehr wichtigen Charakter entwickelt, der sehr gut ist und der auch definitiv seine guten Momente hat. Und natürlich treffen wir unter anderem auf diese komischen Typen hier, die natürlich Kirito mal wieder als Peter beschimpfen, was eigentlich totaler Schwachsinn eigentlich ist. Ich meine, wir sind momentan in der vierten Ebene und selbst Kibauer hat ja mittlerweile in der vierten Ebene eingesehen, dass es eigentlich total Schwachsinn ist. Und sie beschimpfen Kirito sogar als Mörder, wo das ja totaler Schwachsinn ist. Also ich weiß zwar nicht, was in der nächsten Ebene passiert, aber Kirito ist definitiv kein Mörder. Und hier schaltet sich dann plötzlich Yu-Gi-Oh! Ein und bei Yu-Gi-Oh! Ist es halt so, dass er zwar ein Charakter ist, aber halt aus einer anderen Welt und deswegen keine Leiste hat, beziehungsweise keine Dingens über den Kopf. Und weil in Sword Art Online ist es ja so, dass man so einen komischen Kristall über den Kopf hat, grün, gelb oder rot. Das zeigt ja mal an, was man für eine Person ist im Spiel. Und da Kirito nix über den Kopf hat, Yu-Gi-Oh! Nix über den Kopf hat, haben sie halt Angst. Und ja, und ihr seht, es fängt hier plötzlich an zu schneien. Und Kirito bemerkt, die Zeit rennt mittlerweile und wir müssen jetzt schnell wieder zurück zu der guten Asuna. Ja, hier, die freuen sich auch, dass es schneit. Lisbeth sehen wir jetzt auch mal in ihrer neuen Kleidung. Das gleiche gilt für Yuki und natürlich auch für Shinon. Shinon und Yuki haben wir ja mittlerweile, und auch Lisbeth natürlich, haben wir momentan noch gar nicht getroffen im Videospiel. Wahrscheinlich werden wir die aber mit Sicherheit bald treffen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, auch hier treffen wir mal auf Silica und Leafa, die haben wir auch nicht mit getroffen. Sachi haben wir getroffen und kurioserweise, Sachi ist alive! Und sie hat eine neue Kleidung. Auch mal, wie ich finde, sehr interessant. Sachi mal in einer weiteren Form des Spiels zu sehen. Mit einer etwas stärkeren Kleidung, nicht mit ihrer lächerlich lame Kleidung. Da muss man schon sagen, dass diese Kleidung von ihr schon ziemlich heftig aussieht und sehr, sehr ungewohnt. Ist ja alles so eine etwas weitere Kleidung, aber ich glaube nicht, dass das die Kleidung ist der jeweiligen Charakter kurz vor Ende des Spiels. Was mich ja auch interessiert, ist Asuna jetzt schon bei den Blutschwingenrittern oder noch nicht? Da bin ich ja sehr gespannt, wie das auch mit Heathcliff läuft. Wann treffen wir auf Heathcliff? Wie wird er sich verhalten? Also da lasse ich mich auch in dem Spiel sehr überraschen. Auch so, wie die Sword Art Online Party sich zusammenfindet, bin ich da sehr gespannt. Ja, auf jeden Fall, Kuaru bittet uns um einen Gefallen. Und zwar sollen wir ihr folgen, aber sie will uns die Augen verbinden. Und ja, wir fragen uns natürlich, warum, weshalb, aber ja, sie verbindet uns trotzdem die Augen. Und wir sollen einfach nur ihr folgen. Und dann dürfen wir plötzlich die Augen öffnen und bekommen diese schönen Bilder. Ja. Das ist so ein Grund, warum ich diese Quest auch tatsächlich immer spiele. Weil sie halt diese wirklich guten und schönen Bilder hervorbringen. Und wie ich finde, sind diese Bilder halt einfach immer noch richtig, richtig episch. Ich meine, guckt euch da mit Kuaru das zum Beispiel an. Oder hier zum Beispiel das mit Yuki und Asuna finde ich zum Beispiel auch geil. Ja, Asuna hier mit ihrem Truthahn. Oder Ente, was das ist, keine Ahnung. Oder ganz keine Ahnung. Und Yuki, da läuft schon ein bisschen Sabber aus dem Mund. Oder hier auch richtig schön verzeichnet. Oder hinten sieht man zum Beispiel Sachi. Da ist sogar so eine kleine Schleife in der Weihnachtsmütze.
Oder hier zum Beispiel über Silica, das sieht aus wie ein Arktos, was da über ihren Kopf ist. Oder? Das sieht doch ganz klar aus, die Arktos. Oder zum Beispiel bei Yuki finde ich, bei Koharu finde ich das auch total süß, wie sie einfach diese Elcheinhörner aufgemalt hat und diese Elchohren. Also ganz, ganz wunderschön und super gemacht. Dafür spiele ich diese Sword Art Online Spiele, weil sie wirklich schöne Bilder hervorbringen. Das ist wirklich ein großer, wirklich wunderschön. Ja, und Kirito kommt leider zu spät zum Essen. Ganz bitter für Kirito. Er kommt leider zum Essen zu spät. Wir haben schon alles aufgegessen. Und Kirito kommt leider etwas zu spät zum Essen. Bitte natürlich für ihn. Und da plötzlich Yujiro mit diesem komischen Dingens. Da bin ich auch mal gespannt. Da wird mit Sicherheit in der nächsten Zeit storytechnisch interessant werden mit den beiden. Weil es hatte so das, den Anschein, als würde Yujiro verschwinden. Vielleicht wieder zurück in Underworld. Man weiß es nicht. Jedenfalls war es das mit dieser Folge von Sword Art Online Integral Factor. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit in dieser Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao. Ah ja, stimmt. Ja, bevor wir das hier noch fertig machen, ja, tatsächlich sind Yuji und Kirito zu spät gekommen und wir haben schon alles aufgegessen. Das ist natürlich ganz bitter für die beiden. Ja, und wir sind natürlich richtig eiskalt und sagen, Asnas Kochen war so gut. Einfach nur um Kirito ein bisschen zu trollen. Das fand ich schon ziemlich witzig. Einfach nur um Kirito zu trollen, einfach mal zu sagen, oh, das Essen von Asuna, das war so lecker und du warst halt einfach nicht dabei. Zu blöd für dich, Kirito. Auf jeden Fall trotzdem eine coole Quest. Ihr könnt mal gerne schreiben, was haltet ihr von dieser Quest. Da würde ich mich gerne über eure Meinung freuen. Jetzt ist aber die Folge vorbei. Ich danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin und ciao, Leute. また会おうぜ。